Ich weiß nicht genau. Er kommt natürlich erstmal wieder. Es kommen aber zwei. Was? Willst du mich verarschen? Wie? Boah, ich hoffe, hier bin ich erstmal safe. Roter Hund bekommen. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich will ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Was ist das hier? Hier nicht raus! Das merke ich schon. Warum passiert ihm nichts? Der wächst immer wieder zu, habe ich das Gefühl. Irgendwas übersehe ich hier bei dem. Nein! Fick dich in die Hölle. Alter, willst du mich verarschen? Warum greift er? Was macht er denn jetzt? Oh, diese Kackwurst. Alter. Ich drehe erstmal am Schnürchen. Ich bin doch nicht ihr Daddy, Mann. Was ist denn los mit dir, du inzestiöser Hinterwäldler? Nur weil ich was mit deiner Tochter habe, muss er hier nicht ein Fass aufmachen. Du wirst hier sterben! Mir eingefallen und bleib tot. Überlebt. Wir haben überlebt, ist doch klar. Ja, Alter. Ich war gerade so angespannt, ich konnte nicht mehr. Wir waren klinisch tot. Das letzte, was ich gemacht habe, ich habe einfach
Ich hab nur noch gekontert. Als er uns angegriffen hat, wir wären eigentlich tot gewesen. Ich hab einfach nur noch gekontert. Mehr konnte ich nicht mehr machen. Ich hab so hochgehoben die Kettensäge und dann ist er irgendwie in Gegenangriff gegangen. Und dann hat er ihn zerlegt und da hab ich nur noch reingehalten. Alter, leck mich. Boah, ich... Oma hier die ganze Zeit durchs Haus. Wer schiebt die Oma durchs Haus? Und ich bin davon überzeugt, es ist ihre Gabe, die wir hier alle annehmen. Es ist hundertprozentig ihre Gabe, aber warum? Ich gehe zu der nichts nicht. Ich gehe zu der nicht hin. Die kann mit dem Kopf wackeln, wie sie will. Ist mir ganz egal. Die wird immer irgendwo rumgeschoben und abgestellt. Was ist denn mit der Frau los? Oma! Hör auf mich anzugucken! Boah, die ist voll ekelhaft! Folge mir nicht! Einer meinte sogar, die Folgen seien zu kurz. Und das war nicht irgendwie, ja, oh, das macht so viel Spaß zum Zuschauen. Ja, der Bulle musst du nehmen. Das war nicht irgendwie so, oh, ja, macht Spaß zum Zuschauen. Ich wünsche die Folgen länger, sondern es war einfach, bla, also ist richtig beschissener Ton eingeschlagen. So, ja, die Folgen werden immer kürzer, was soll das? La, 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 la. An diesen jungen Mann, fick dich. So, ich glaube, Andreas, fick dich! Entschuldigung, das war noch von eben. Alter, warum? Hier ist doch niemand mehr. Hör auf, mich geräuschlich zu jumpscaren, Spiel. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Hier kriegen wir vielleicht noch einen Dietrich. Was soll das denn? Nichts. Hier kriegen wir vielleicht noch einen Dietrich. So. Sieht aus wie meine Tupperdose in die Schule, in die Grundschule. Ich habe mich gerade kurz erschrocken. Okay. Was sind das? Brauchen wir da Keycards? Oder willst du mich verarschen? Voll die Hitler-Weltler, aber hier so eine Hightech-Schließanlage. Mit. Schnauze. Mit Keycards. Boah. Alter, was für nervige Viecher! Komm her! Alter. Das sind Fliegen. Alter, widerlich. Oh Gott, wir sind völlig zerstochen. Wir haben lauter Pusteln auf dem Arm. Ja, sehr gut. Wieso brennt die nicht? Fickt euch doch alle. Verdammt! Oh oh. Ich hab nur Angst. Mist, 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 Mist! Ah, Scheiße! Zoe, du hast dich wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht bemerken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, mit meinem Altar anzusteilen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig. Aber
immer so herabschaut auf uns und versucht dein Zuhause zu verlassen. Nach all dem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und servier sie als Steak. Passt. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Die gehört dir. Gut auf, Junge. Ich werde dir jetzt mal etwas zeigen. Wow, mächtig unbeeindruckt. Okay. Gut, sie jagt also nur Fliegen auf und sie ist also die Herrin der Insekten. Ich dachte auch, die nimmt uns irgendwas auseinander, aber die schlägt uns mit ihrer Gartenlaterne. Pass auf, Junge, ich werde dir was zeigen. Und dann schlägt sie uns wie so eine alte Dame mit ihrer Handtasche so, uff, uff. Wenn ich die ganzen Fliegen um sich rum hätte, Alter, ich will gar nicht wissen, wie machen die deine Liebe? Die Alte stinkt doch bis zum Himmel. Ich habe Angst vor dieser Tür hier, das ist das Problem. Es ist natürlich eine Krähentür. Ich will da doch gar nicht rein! Au, 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 nein, 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 nicht abstürzen! Okay, du kleiner Schwanzlutscher! Jetzt wird's richtig ernst! Ist schön, meine Hüpfen! Gott erlaubt! Wäre geil, wenn man hier Tretminen hinlegen könnte für die Alte, aber leider. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein! Schon wieder! Ich hab mich wieder erschrocken, ich wollte die Tür aufmachen gerade! Wir sind gerade hier im Haus. So, da hinten, hier ist überall was. Von der anderen Seite verschlossen. Offenbar lockt es uns nach oben. Hier bin ich! Du gehst irgendwo hin! Wo bist du? Das ist so ekelhaft! Ich soll nicht weg. Hab dich! Wirst du dich jetzt hier wohl ausfinden? Hab ich gehofft! Hab ich gehofft! Gar nicht, aber wir haben nicht mehr so viel. Oh, Fug! Das Jenseits gibt die Wahrheit frei! Ja, sehr gut für die Wahrheit! Und für das Jenseits auch!
An dieser Art Wahrheit bin ich nicht interessiert. Ich habe meine eigene Realitätsblase. Bitte sei nicht an der Treppe. Sie reißen dein verdammtes Gesicht ab und esst deinen dürren Kopf. Die ist schon lange weg? Okay. Da oben ist er. Was ist das da zwischen ihren Beinen? Mal kurz gucken, ob ich auch wirklich aufnehme. Das würde ich mir nie verzeihen. Aber in der ersten Runde. Gleich in der ersten Runde. Ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich einfach, indem wir alles da reingeleert haben. In die alte. Gespeichert. Huh. Das war ein Plüschtier. Wenn ich das Plüschtier nicht irgendwo anders hinräume, das enerviert mich. Ey, wie Erik. Die wissen, wie ich heiße. Wir haben doch gerade erst das Ding mit der Oma hinter uns. Warum kommt jetzt schon wieder was? Ich dachte, ich habe jetzt immer frei. Ich brauche nur den Arm. Ich bin sofort wieder weg. Oh, mir ist gerade ganz warm. Ich weiß gar nicht warum. Kalt und heiß zugleich. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich will nicht wieder diese schwarze. Die Tür ist noch offen, ne? Ich kann jederzeit weglaufen. Okay. Ich will wirklich nur ganz kurz. Ich würde gerne fortbleiben. Weißt du, ich will wirklich nicht stören. Ich habe hier wirklich gar nichts zu schaffen. Und ich weiß das auch. Und ich will jetzt auch nicht in eine Privatsphäre eindringen oder so. Ich will. Da ist wieder der gelbe Ball. Ich will wirklich nur diesen Arm holen für das Serum. Ich bin sofort wieder weg. Ich bin sofort wieder weg. Anstoß! Komm, wir spielen Ball. Ich bin ein guter Kumpel-Typ. Yeah! Unhaltbar! Yeah! Komm, wir machen ein Tor! Wir spielen zusammen mit diesem ekelhaften, gelben, widerlichen Beil, der aussieht wie ein altes Eigelb.
Jetzt hätte ich nämlich gerne den Granatwerfer dabei. Mach dir nur keine Sorgen! Huh?